Die Wall Street geht davon aus, dass die Fed die Zinsen senkt, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Aber warum sollte die Fed die Zinsen senken, ohne dass etwas Schlimmes passiert? Also zum Beispiel eine Rezession kommt, die Bankenkrise sich weiter verschärft und dementsprechend sehen wir an den Märkten praktisch bereits eingepreiste Zinssenkungserwartungen auf der einen Seite. Deswegen steigen Tech-Werte vor allem in letzter Zeit auf der anderen Seite, denn die profitieren ja normalerweise von sinkenden Zinsen, aber genau darin sehe ich das Mismatch, dass eben diese Differenz zwischen der Markterwartung und dem, was die Fed tun dürfte und auch verbal schon mehrfach ausgedrückt hat, dass diese Differenz zu groß ist. Warum sollte die Fed die Zinsen senken, wenn nicht die Inflation jetzt geradezu ungespitzt in den Boden gerammt wird? Morgen bekommen wir die wichtigen US-Inflationsdaten. Und davor haben wir so eine Art Apathie an den Märkten, eine Ruhe vor dem Sturm, die Bankenkrise. Und das haben gestern die Kreditvergabedaten gezeigt. Dürfte nicht besser werden, aber die Wall Street ist, wie gesagt, fast so in einem Koma, könnte man sagen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wenig Veränderung gestern an den Märkten. Wir sehen, es ging zunächst mal an der Wall Street nach Kasseröffnung nach unten, dann wieder nach oben. Dann kamen die Kreditdaten, dazu gleich mehr, ging es kurz nach unten mit einem Schnaps und dann wieder rauf. In der Summe der Nasdaq leicht im Plus, S&P mehr oder weniger unverändert, Dow Jones leicht im Minus und so weiter und so fort. Also wenig Bewegung kann man sagen, auch der VIX unverändert bei 17 und schauen Sie sich mal das Volumen gestern an im Spider, also im SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Das sehen wir hier in der Spalte Vol, zweite von rechts, wenn Sie da mal hingucken und zwar ganz oben, nämlich beim 8.5., also dem gestrigen Handelstag, 49 Millionen Kontrakte. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal eine Zahl unter 50 Millionen gesehen habe. Auf jeden Fall der niedrigste Wert seit Monaten. Das sind Werte normal unter 50. Die sieht man eigentlich nur, wenn US-Feiertag ist und dann nur so ein paar Händler zur Wall Street kommen oder überhaupt eigentlich keiner Bock hat, da irgendwas zu machen, weil ohnehin keiner Bewegung erwartet. Also das ist schon extrem mau. Am 2.5. hatten wir über 100 Millionen, das heißt, das ist mehr als das Doppelte an Handelsvolumen. Also das ist geradezu schon anämisch, da passiert nichts wirklich. Und gestern, wie gesagt, 20 Uhr dann diese Kreditdaten, die so wichtig sind, die Bankenbefragungen. Es haben nur 63 Banken mitgemacht, so wenig wie seit 2012 nicht mehr, aber sei es drum. Jedenfalls sehen wir, dass die Commercial and Industrial Loan Demand so niedrig ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und hier sehen wir, dass eben die Kreditvergabekriterien sich nochmal ein bisschen verschärft haben. Hätte schlimmer kommen können, gar keine Frage. Aber es bedeutet, dass die Unternehmen eben selber gar nicht so großartig Kredite nachfragen und die Banken noch weniger bereit sind, welche zu vergeben. Und das dürfte dann natürlich Einfluss auf das Wachstum haben. Wir sehen hier vor allem im Commercial Real Estate Bereich 67% der Banken haben gesagt, wir haben die Standards jetzt verschärft. Im Januar waren es noch 58. Also das ist der Bereich, der offenkundig am stärksten betroffen sein wird. Dazu gleich mehr. Das gilt fast schon international. Hier sehen wir die Prozentzahl der Banken, die über eine Tightening Credit spricht, also über eine strengere Kreditvergabe, ist gestiegen auf 46% von 44,8. Jetzt nicht dramatisch, aber es ist eben auch, was da gesagt wurde, ein ziemlich übler Ausblick auf das Jahr 2023. Erstens eben, dass die Unternehmen selber nicht nachfragen nach Krediten, weil sie eben nicht die Überzeugung haben, dass es Sinn macht. Man investiert lieber in Buybacks statt in produktive Bereiche, wird die eigene Aktie vom Markt weggekauft. So steigen die Bewertungen, ohne dass eigentlich da eine substanzielle Verbesserung in der Zukunft des Geschäftsmodells dann erkennbar wäre. Also das Problem ist einerseits bei den Banken, andererseits eben auch bei den Kreditnachfragern selbst. Wenn wir mal gucken, was Goldman Sachs über diese Umfrage hier sagt, die gestern völlig im Fokus stand, alles andere war irgendwie irrelevant. Dann sagt man hier, ja, das war nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht so gut, dass etwa die Banken dann gestern frischen Kaufwillen hätten erfahren können. Und man sagt hier seitens von Goldman Sachs, also die Details sind ein bisschen schlechter, als die Headline suggeriert.
Und man sagt, dass eben keine einzige Bank erwartet, dass die Kreditvergabekonditionen laxer werden, also besser werden. Gerade das ist ja das Problem und alle Kategorien sind sozusagen hier betroffen. Also es ist vor allem Commercial Real Estate, aber es sind alle Bereiche, wo die Kreditvergabekriterien strenger geworden sind. Das gilt auch für die Privatkunden, dazu gleich mehr. Und man sagt hier, Banks most frequently cited an expected deterioration in credit quality. Also die Kreditqualität verschlechtert sich offenkundig. Das führt zu einer Reduktion der Risikotoleranz. Auch weil die Banken eben Probleme haben, sich zu refinanzieren, vor allem die Regionalbanken, weil ja die Leute in Gelder abziehen und das in Geldmarktfonds packen. Und das dürfte eben dazu führen, gerade auch die Outflows hier an Deposits, dass eben die Kreditvergabekriterien für das ganze Jahr 2023 auf keinen Fall besser, sondern eher schlechter werden. Wir sehen, dass gestern die Regionalbanken nicht wirklich sich erholen konnten. Es fing zunächst gut an mit einer Rallye bei PacWest, aber dann ging es wieder runter. Dieser Chart sieht immer noch schlimm aus. Also die Bankenkrise, die scheint noch nicht wirklich vorbei. Jetzt hat offenkundig ist die Entscheidung im Weißen Haus und bei den Börsenaufsichten gefallen, dass man kein Shortverbot für diese Bankaktien erlassen wird. Denn man hat im Jahr 2008 gesehen, das ging nach hinten los. Damals kam dieses Shortverbot, dann Rallye der Aktienmärkte, Rallye an der Wall Street. Am nächsten Tag nochmal eine Rallye und dann ging es nur noch ungebremst nach unten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Shortseller dann auch Käufer sind, wenn sie ihre Position eindecken, so oder so. Die Kreditvergabekriterien dürften weiter das Wachstum negativ beeinflussen. Und die Fed hat gestern gesagt, we are prepared to address any liquidity pressures. Also wir sind bereit, hier gegen Liquiditätsengpässe bei den Banken vorzugehen. Was meint man damit? Ist da wieder eine neue Flutung von Geld gemeint? Aber wie soll das dann zusammengehen mit der Inflation? Das ist das große Problem. Hier sehen wir mal die gestrige Bewegung. Da ist ein bisschen was passiert mit dieser Umfrage, ein Flash-Crash, wie manche, wie Sven Hendrik hier etwa fast schon ironisch thematisieren. Aber wir sehen unten mal, dass eben eine strengere Kreditvergabe auch einhergeht mit einer perspektivisch ansteigenden Arbeitslosenquote. Das wird passieren. Dementsprechend warnt die Fed selber sozusagen vor den Folgewirkungen für die Wirtschaft dieser Kreditklemme, die derzeit offenkundig der Fall ist und eben nicht besser wird. Und nicht besser dürfte die Situation für die Banken an sich werden. Schauen wir uns mal die Zinsen an, die die großen Banken in den USA geben. Wells Fargo noch am besten mit 0,15%, Citibank 0,05%. JP Morgan, Bank of America und US Bank dann mit den 0,01. Was kriegt man alternativ in CDs? Das sind Vehikel, zeitlich begrenzte Geldeinlagen auf ein paar Monate. Jeweils kriegt man 5% oder bei Money Markets, also Geldmarktfonds, zwischen 4,5% und 5%. Treasury Bonds immerhin auch über 3% oder 3%. Also wir sehen, die Alternativen sind da und deswegen fallen eben die Geldeinlagen bei den US-Banken. Logisch, wer mit einer App in Sekunden das ganze Geld verschieben kann. Hier sehen wir nochmal die Deposits bei Bank, also welche Bank in den USA hat am meisten Gelder. Und da haben allein JP Morgan, Bank of America über 2 Billionen und damit fast ein Drittel der gesamten Einlagen in den USA. Insgesamt haben jetzt 1 Billion Dollar die Banken verlassen. Die Ära des Free Money ist zu Ende. Also müssen die Banken, wenn sie es denn können, die Zinsen anheben, die sie den Guthaben bieten. Das wird wohl auch für die großen Banken gelten. Und die großen Banken und auch andere Banken, die sind ja in Schwierigkeiten geraten, weil sie in Zeiten der Nullzinspolitik zu extrem hohen, praktisch zu extrem niedrigen Renditen eben damals die Anleihen gekauft haben, Staatsanleihen zum Beispiel, die jetzt dick unter Wasser sind, nachdem die Renditen gestiegen sind, dann fallen die Anleihekurse. Und jetzt eine Meldung, die mich ein bisschen schockiert hat. Schwab, Charles Schwab, eine Bank und ein Broker mit, ich glaube, über 33 Millionen Konten, die haben gesagt, wir haben jetzt begonnen im Jahr 2023 unsere Anleihepositionen zu hedgen. Das ist etwa das, was ja Silicon Valley Bank zum Verhängnis geworden ist. Man hat nicht mit Swaps diese Verluste der Anleihenpositionen hedgen wollen und können,
Dieses Hedgen mit Swaps kostet eigentlich nicht viel. Das ist eigentlich Standard. Jede größere Bank, ich hatte am Wochenende die Gelegenheit, mit einem Investmentbanker zu sprechen, der sagte, jede größere Bank, wie JP Morgan, wie Deutsche, wie sie auch alle heißen, natürlich wird da gehedged. Das geht gar nicht anders. Die haben nicht gehedged. Und das Problem ist eben, diese Banken in den USA, wie Silicon Valley, alles was unter 250 Milliarden Dollar an Assets ist, das wird nicht wirklich stark reguliert. Dementsprechend hat keiner hingeguckt, ja, wo sind denn eure Risiken? Das wiederum, weil die lokal verankert sind, diese Banken, das eben verhindern dann lokale US-Politiker, die sagen, ach, ich will, dass es meiner Bank gut geht, dass die möglichst wenig Behinderungen hat und so weiter und so fort. Aber Charles Schwab hat erst jetzt begonnen, sich abzusichern. Das bedeutet, dass die Verluste da ja schon angefallen sind auf der einen Seite. Und das andere Thema neben diesen Anleiheverlusten ist dieser Bereich Commercial Real Estate oder der Bereich Real Estate, also Hausmarkt insgesamt. Hier zum Beispiel jetzt sehen wir die schwedischen Hauspreise, die weiterfallen. Da geht es massiv nach unten. In Schweden war die Situation ja die, dass man praktisch meistens nur den Zins bezahlt hat, aber gar nicht getilgt hat, weil eben alle davon ausgegangen sind, oder den Kredit getilgt hat, weil alle davon ausgegangen sind, ja, die Preise steigen ja weiter. Dementsprechend hängt da einiges schief. Das gilt jetzt auch hier etwa im Commercial Real Estate Bereich, also im Gewerbeimmobilienbereich, die SBB. Hat hier jetzt erste Schwierigkeiten, denn hier sind die Bewertungen auch dieser Gewerbeimmobilien gestiegen und jetzt versucht die SBB Gelder aufzunehmen und hat dabei echte Schwierigkeiten. Also wir sehen, das ist ein weltweites Phänomen, dass praktisch die Innenstädte derzeit tendenziell verwaisen, könnte man sagen. Besonders krasses Beispiel derzeit San Francisco, hohe Kriminalität. Viele Unternehmen, viele Firmen, viele Geschäfte machen dazu. Das Ganze geht in Richtung Vorstadt, da ist es gemütlicher, da ist es sicherer. Das ist vielleicht der ganz große Trend. Die Innenstädte haben ein Riesenproblem, auch in Hamburg, dann werden große Kaufhausketten zugemacht etwa. Kein Problem scheinen Aktien wie Apple zu haben, die jetzt ein neues Allzeithoch in Relation zum S&P Equal Weight Index erreicht hat, also zu dem S&P 500, in dem alle Aktien gleichgewichtet sind. Apple auch nur mit einer Price-to-Sales-Ratio von 7,2. Das ist aus meiner Sicht das große Thema. Die Bewertungsfrage, die Märkte in den USA sind zu teuer. Das ist schlichtweg der Fall. Wer jetzt glaubt, dass die große Rallye einsetzt, der muss auch glauben, dass die Bewertungen in den Himmel schießen. Damit habe ich intellektuell ein Problem, zumal ja es nicht so ist, dass jetzt keine Belastungsfaktoren hier der Fall wären, denn wie Marco Kolanovic hier aus meiner Sicht richtig sagt, es gibt ein Riesengap zwischen der Bewertung der Lage einerseits durch die Fed und die Anleihenmärkte und auf der anderen Seite durch die Aktienmärkte, und dieses Gap wird geschlossen auf Kosten der Aktienmärkte, sagt Kolanovic. Hier sehen wir mal etwa das Auseinanderdriften wieder zwischen Triple Q, das ist das maßgebliche Nasdaq ETF, und den TLT, das sind länger laufende Anleihen. Wir haben ja gesehen, dass die Renditen jetzt gestiegen sind, etwa gestern. Das aber hindert den Nasdaq nicht zu steigen. Warum? Weil man eben davon ausgeht, ja, spätestens ab September werden die Zinsen gesenkt, das sehen wir hier rechts in der Grafik, aber what if not, morgen ja wie gesagt die Inflationsdaten, und hier sehen wir eine echte Hürde für ein Runterkommen der Inflation, denn ein Trend zeichnet sich ab, die Firmen sind eher bereit, hier die Preise oben zu lassen, statt sozusagen die Preise runterzunehmen. Preise sind wichtiger als Umsatz. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Das hat ja auch die Berichtssaison deutlich gezeigt. Da hat man eben noch die Preismacht letztendlich ausspielen können. Auch die glorreiche EZB, die ja sonst 5000 Millionen Lichtjahre hinter dem Mond lebt, entdeckt jetzt ausführende Gewinne als größten Inflationstreiber. Naja, der allergrößte Inflationstreiber war die EZB selbst mit Ausweitung der Geldmenge, aber sei es drum. Und jetzt das Problem bei der Geschichte mit der Inflation, hier mal links, meine Damen und Herren, sehen Sie, wie viele Amerikaner mehr Schulden als Vermögen haben. Dann sehen wir vor allem bei den Millennials, also Altersgruppe 27 bis 42, 45%, bei der Generation X 44%. Also wir haben etwa knapp die Hälfte, oder wir haben 44%
zwischen eben in diesen Altersgruppen, die mehr Schulden als Vermögen haben. Und wenn wir uns das Ganze mal vor einem Jahr anschauen, hier rechte Grafik, da war das noch deutlich geringer. Da waren es nur 32% statt wie jetzt 35% der Millennials. Auch in den anderen Altersgruppen war das weniger. Und das bedeutet, dass die Amerikaner versuchen, die gestiegenen Kosten durch Inflation, durch Schulden zu kompensieren. Diese Schulden aber werden immer teurer. Kreditkartenschulden bei durchschnittlich 20% Verzinsung. Und wie gesagt, morgen kommen ja die so wichtigen Verbraucherpreise. Hier sehen wir mal links die Schätzungen zwischen 4,9 und 5,1%. Da liegt man also sehr eng beisammen. Wir sehen, die Inflation ist runtergekommen. Ja, aber die ist jetzt eben auch nicht geradezu in den Boden gerammt worden. Und runtergekommen ist auch Bitcoin. Hier sehen wir ja nach den Schwierigkeiten Binance, Bitcoin, Abhebungen etc. Da sehen wir eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit dem Ziel $25.000. Wird das kommen? Oder nahe der $24.000-Dollar-Marke? We will see. Auch das vielleicht ein Anzeichen für nachlassende Liquidität. Wenn wir jetzt mal in Richtung Geopolitik gehen, sehen wir Pakistan im Risiko, ohne Rettung des IWF eine Pleite hinzulegen. Jetzt die Meldung, dass Pakistan Yuan genutzt hat, um russisches Crude Oil zu bezahlen. Also man bekommt von den Chinesen praktisch Kredite in Yuan, damit man dann damit die russischen Öllieferungen bezahlen kann. Gleichzeitig Indien, der große Konkurrent, der hat sich nicht einigen können mit Russland, in welcher Währung denn das Öl zu bezahlen ist. Das ist praktisch total sprechend, dass eben der Dollar nach wie vor ungefährdet ist. Die BRICS wollten ja eine Währungsalternative und hier kann man sich selbst über die einfachsten Dinge nicht einigen. Das zeigt, wie schwierig die ganze Geschichte ist, auch für China. Hier jetzt die Daten. Exporte zum Vorjahresmonat 8,5%, aber was war im Vorjahresmonat? Lockdown. Importe zum Vorjahresmonat minus 7,9%, was war im Vorjahresmonat? Auch Lockdown. Also wir sehen, wie katastrophal die Importe sind und das bedeutet, dass die Nachfrage eben schwach ist, denn wenn ich weniger importiere, dann zeigt das eben, dass die Nachfrage nicht wirklich angesprungen ist und gleichzeitig gibt es auch jetzt in China wieder Aktienspekulationen, vor allem in Bankaktien und in Brokerunternehmen, da geht es richtig nach oben, gerade bei diesen staatlichen Banken wird richtig gezockt. Man denkt eben, okay, hier wird der Staat Geld reinpumpen, um eben die Konsumausgaben zu stimulieren. Ob diese Überlegung richtig ist, wird sich zeigen. Aber hier schlechtere Wirtschaft, steigende Preise, das ist das typische Muster. Unternehmen setzen auf das Prinzip Preis vor Marge. Wichtiger Artikel, meine Damen und Herren, damit Sie verstehen, was da derzeit passiert. Das ist auch Ihre Geldbörse, die darunter leidet. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Nasdaq, der Anstieg bleibt fragil, Rallye lastet allein auf Big Tech. Sind die hohen Bewertungen ein Problem? Aus meiner Sicht sind sie ein Problem. Das ist die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt Servus und Ciao.